da draußen. Ich bin's wieder, Noais, die blinde Indianerin. Ich sehe nicht, ich sage immer am Anfang, dass ich nicht sehe, damit die Menschen da draußen, so wie Frauen oder auch Männer oder Jugendliche, immer wissen, wer ich bin. Ich habe heute wieder Kornkreise mitgemacht. Ich habe ja versprochen, dass ich eine Serie von Kornkreisen mitbringe. Was ist ein Kornkreis? Es gibt Fakes davon, wo Menschen sie machen, auf jeden Fall, und verkaufen sie als echt. Nein, das sind echte Kornkreise. Woher weiß ich das? Weil ich hellsichtig bin. Ja, ich bin hellsichtig, ich habe eine Gabe, so nennt man das. Ich kann alles sehen und hören von der geistigen Welt. Das haben echte UFOs gemacht. Und gleich kommt bestimmt die liebe Red Moon etwas näher. Ganz genau. Ja, super. Ja, ganz toll. Das ist in den Alpen. Das ist Schnee, das sieht man. Richtig? Ja. Ja. Für mich ist das aber in Rot. Und hier vorne ist jetzt ein Licht an. Ist das richtig, dass das Licht dort an ist? Ja, das ist richtig. Dass wir Aufnahmen machen. Das ist eine Aufnahme. Das ist schön. Hier unten ist auch ein sehr schöner Kornkreis. Und da meint man, das wäre Stonehenge. Sieht cool aus, ne? Das schaut cool aus. Mm-hmm. Ja. Ganz toll. Hier oben haben wir dann noch einen Kornkreis. Ich habe ja mehrere mitgebracht. Die macht ja mein Schüler, der Plejade, ein echter Plejade von den Plejaden. Er hat sogar sein Zeichen auf der Stirn. Er ist zwar in der Aura des Menschen, aber trotzdem, das Zeichen kommt durch. Das finde ich cool. Ne? Du findest das doch auch cool. Das finde ich auch cool. Das kann man sehr deutlich sehen. Ganz genau. Das sind alles Planeten. Und das in der Mitte ist auch ein Planet. Und da sieht man, dass das auch sternenförmig ist. Ist das nicht schön? Das ist sehr schön. Das ist wunderschön auch anzuschauen. Mhm, genau. Und diese Symmetrie ist sehr, also für mich empfinde ich das sehr beruhigend. Ja. Für mich sieht das jetzt so aus, als ob das auseinanderklappt. Als ob zwei Hälften aus... Kannst du mal zu mir schauen mit deiner hübschen Kamera? Natürlich. Ja, wir machen das langsam. Als ob das so ist es zusammen und auf einmal klappt es auseinander, in der Mitte so runter. So sieht das für mich in der Aura jetzt aus. Ah, das ist interessant. Da habe ich gerade so nicht wahrgenommen, aber jetzt nehme ich es wahr. Zeigt mir meine geistige Welt. Und dieses, wenn ich von oben schaue, ich schaue ja von oben, wie eine Kuppel sieht das aus, wie eine silberne Kuppel. Ja, wenn man es genau anschaut und von dir diesen Hinweis bekommt, dann kann man das in dieser Mehrdimensionalität erkennen, dass das genau kuppelförmig ist. Und hier oben, wenn man dahin schaut, als ob da eine Rune liegt, eine sehr große Rune, als ob das noch dazugehören würde zu diesem Kornkreis, dieser Fingerabdruck von einem UFO. Kann man das sehen auf deinem Display? Ja, kann man sehen. Ich fahre da nochmal näher ran. Ja, siehst du? Ganz genau, da. Ja. Für mich in Rot gemacht jetzt. Sehr interessant. Ja. Wie eine ganz große Rune. Das liegt eigentlich außerhalb, aber durch deinen Hinweis kann man erkennen, dass das noch dazugehört. Ja. Und das sind Traktorenspuren hier, das habe ich nicht gemacht. Und meine andere Schülerin sagte, das ist, was hat sie gesagt? Nicht Hacken-Porsche? Irgendwas mit Rollator? Rollator, ja. Nein, also bin auch nicht mit einem Rollator dahergegangen, nein. Nichts gegen Rollators, auf keinen Fall. Aber nein, war ich auch nicht. Und so einen breiten, gibt es überhaupt so einen breiten Rollator? Nein, glaube ich nicht. Das wäre jetzt noch so ein Riesensenior. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Da draußen sind Zuschauer und Zuhörer. Wir müssen ganz vorsichtig sein. Ihr Lieben da draußen, wir müssen auch mal einen Spaß machen. Ja? Ich hoffe, ihr müsst auch mal lachen darüber hier. Aber bestimmt lacht ihr auch gerne. Das Leben ist ja jetzt nicht nur hart, wegen den Dingen da draußen, was so geschieht. Ja. Nein, auf keinen Fall. Nein, ich bin vorsichtig. Ich weiß, ich bin auf YouTube. Ja, genau. Ich muss ganz vorsichtig sein. Das ist auch wieder ein Kornkreis. Das sind Planeten und in der Mitte ist auch ein Planet. Und für mich dreht sich das. Es dreht sich alles. Also das dreht sich so rum und das dreht sich so rum. Ah, so gegengleich, das ist ja interessant, was du da alles in deiner Hellsicht wahrnimmst. Ja, das ist meine Gabe, die habe ich von meinem Vater, also von der Allmacht, was ich wahrnehme.
Ich sage ja nicht, das müsst ihr so sehen. Nein, also das sollte kein Lehrer machen. Das ist ja das, wo man die Bereicherung hat, wenn man eine weitere Sicht auf die Dinge bekommt. Eben mehr sieht, als man selber sieht. Okay, danke. Das wäre eigentlich die Bereicherung, das wäre die Ergänzung. Ganz genau. Dadurch kann man anders hinschauen. Ganz genau. Und dieser Kornkreis, da ist das dreht sich für mich hier so rum. Das geht, ich höre es sogar, diese das höre ich dann dabei. Interessant. Du bist also auch hellsichtig über viele Ebenen. Ja, nicht nur ich höre es auch. Und hier hört diese so ein Krack. So höre ich das. Weil das einmal so und einmal so geht. Das, als ob da was einrastet. Ja, das halt bin ich. Das ist sehr interessant. Ja, okay, gut. Ich schaue, dass ich wieder Kornkreise finde, auf jeden Fall. Und ich bedanke mich, ihr Lieben da draußen. Danke, bye!